Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt hier wieder auf meinem Kanal. Wie ihr im Titel gesehen habt, ist es ein Thema, was ich ansprechen muss, beziehungsweise ich bin in meiner YouTuber-Person dazu regelrecht gezwungen, weil es jetzt langsam nicht mehr anders geht. Ja, es ist ein Thema, was mich stark sauer macht und ihr werdet gleich wissen, warum. Ich laber nicht lange drum rum, weil ich mich kurz halten muss. Von daher, yo, let's go. Da ich gemerkt habe, dass es heute Morgen irgendwie hier auf dem Server ziemlich dolle ruckelt, kann ich leider doch währenddessen kein Rennen machen. Also ich wollte eigentlich so ein bisschen mein Pferd leveln, aber oder ein paar andere Pferde noch, dann, aber ja, keine Ahnung, es funktioniert halt jetzt leider nicht. Und ja, deshalb bin ich jetzt so zu meinem Schluss gekommen, dass ich hier einfach euch vielleicht ein bisschen meine Pferde zeige und ja. Gut, ich fange direkt mit dem Thema an und zwar geht es darum, dass wir vor etwa einem halben Monat 13 Mitglieder auf einmal über Nacht aus dem Club verloren haben und die mich daraufhin beschuldigt haben, dass ich sie rausgeschmissen habe. Ich meine, ich kann sie irgendwo gut verstehen, wenn sie es angeblich selber nicht waren und ich bin die Clubbesitzerin und es kann kein anderer Leute rausschmeißen aus dem Club, dann ist das irgendwo verständlich, aber ich war es halt nicht. Nur warum sollte ich mir halt einen Club erstellen und die rausschmeißen? So, es ist dann jetzt halt so gewesen, dass vor einigen Tagen nochmal erneut vier Mitglieder rausgeschmissen worden sind. Und ich war es halt immer noch nicht. Und diese Personen haben mich dann auch halt einfach beschuldigt, dass ich das gewesen sein sollte. Ich war es aber halt nicht. So. Ich weiß auch, dass es jetzt Scheiße ist, dass ich jetzt ein Ansagevideo machen muss und so. Sorry für den Ausdruck, aber es ist jetzt halt einfach so. Nur, wir möchten langsam, dass das aufhört. Und wenn man schon an der Stelle ist, einen Club so runterzumachen, oder irgendwie muss da ja jemand über uns großen Mist erzählt haben, dann ist man aber auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau. Das muss ich mal gerade so sagen. Und die Entschuldigung, wenn sich da einer dann für entschuldigt oder so, dann bin ich echt im Zweifeln, ob ich die Entschuldigung dann annehme, weil das ist einfach zu krass. Das hat so viel Streit hier im Club verursacht und das hat halt einfach den ganzen Club zerstört. Und ja, das heißt, dass eine Person alle meine Clubmitglieder, zumindest fast alle, bis auf die, die jetzt noch übrig geblieben sind, ja, eine Person hat die alle dazu angestiftet, aus dem Club zu gehen und wahrscheinlich zu sich zu wechseln, wie wir das vermuten. Deshalb finden wir das einfach eine Frechheit. Wir haben einen Verdacht. Aber ja, der Verdacht führt, wenn dann, auf einen Kontakt zu, den wir früher mal hatten, mit einer Person. Aber weiter möchte ich da eigentlich gar nichts zu haben. Es ist nur ein Verdacht, es ist noch keine Anschuldigung. Es ist nur so eine leichte Vermutung, so ein leichter Schimmer, man kennt das halt. Es ist einfach so ein Bauchgefühl. So. Und ja. Jetzt ist die Ansage, dass die Person, die das in Wirklichkeit war, das jetzt lassen soll. Ansonsten werde ich das veröffentlichen. Also wenn das ab jetzt von dem Datum, wenn ich das Video hochlade, was wahrscheinlich heute Mittag sein wird oder so, wenn das dann nochmal vorkommt und ich handfeste Beweise finden sollte, wer dahinter steckt, dann werde ich das veröffentlichen. Ihr wisst, eigentlich bin ich eine Person, die sowas nicht gerne öffentlich macht. Aber in diesem Falle würde das zum Wohl der Allgemeinheit führen. Denn es ist so, dass, ja, wie soll man jetzt sagen? Dass ich nicht möchte, dass das anderen Clubs auch noch passiert, weil das hat echt eine Menge zerstört und es ist einfach so abartig und respektlos von dieser Person gewesen und einfach so ein kindisches Verhalten, das ist eigentlich schon lächerlich. Das ist keine Bitte, sondern eine Aufforderung. Wie gesagt, ich bin leider jetzt dazu gezwungen, damit zu drohen. Denn es geht halt nicht anders. Ich vermute, dass die Person, wenn ich jetzt nicht wirklich damit drohen würde, das öffentlich zu machen, sonst es einfach nicht lassen würde. Das ist unsere Vermutung jetzt auch. Und deshalb muss das leider so sein, dass ich damit jetzt drohe. Also, ich hoffe, die
Ansage ist jetzt klar und deutlich angekommen und dass das jetzt in Zukunft gelassen wird, weil ich bin nicht blöd. Meine Community ist mittlerweile sehr groß und ich bekomme sowas auch mit. So, ich habe da auch meine Kontakte. So. Und es ist einfach eine Frechheit, die da abgelaufen ist. Deshalb werden wir jetzt auch erstmal noch nicht sagen, auf welchem Server wir sind. Also falls jetzt jemand fragt, auf welchem Server ich bin, ich werde das leider diesmal nicht beantworten, weil wir jetzt den Server aus diesen Gründen gewechselt haben, damit diese Person, die das waren, oder diese Person nicht direkt hinterher wechselt oder so, oder uns hier irgendwie ausfindig machen möchte. Wer weiß. Deshalb, wir hoffen, dass die Ansage jetzt klar und deutlich angekommen ist. Falls das nicht der Fall ist, überlegt es euch nochmal, ob ihr weiter in diese Scheiße bauen wollt. So, und das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich wünsche euch jetzt trotzdem allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Was weiß ich, wann ihr das Video guckt. Ja. So. Wenn ihr bis jetzt geguckt habt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Ja, und bis dahin würde ich sagen, haut rein, Leute. Dankeschön fürs Gucken. Und ja, ciao.